Herzlich willkommen zu einem neuen Shop-Video. Ich hatte dieses Video eigentlich eben gerade schon aufgenommen. Allerdings wurde dort irgendwie mein Mikrofon nicht erkannt. Ich glaube, weil ich gestern irgendwie meinen PC zusammengebaut habe, hatte ich dann das Mikrofon in einen anderen USB-Slot gesteckt und deshalb wurde es von OBS irgendwie immer nicht mehr erkannt. Auf jeden Fall muss ich das Ganze immer jetzt nochmal aufnehmen. Wenn ihr natürlich trotzdem in Zukunft keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, könnt ihr gerne ein Abo da lassen. Außerdem bewertet, kommentiert und teilt natürlich gerne das Video und schaut auch auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu ist in der Videobeschreibung. Und ich würde sagen, wir schauen uns direkt den Itemshop an und dort haben wir heute den Knallkopf-Skin drin. Der ist seit Season 9 bereits schon in den Game, falls also wahrscheinlich seit circa einem Jahr. Ich weiß nicht genau, wann der in Season 9 reinkam, aber müsste eben halt irgendwas so rund um ein Jahr gewesen sein. Also wirklich eine sehr, sehr lange Zeit wieder nicht im Shop war und trotzdem eben mal dauerhaft in den Game-Files war. Ursprünglich hatten die wahrscheinlich auch nicht geplant, diesen Skin tatsächlich zu releasen, aber dadurch, dass wir jetzt eben halt relativ wenige Skins nur noch haben, die in den Game-Files sind, die jetzt auch neu sind, suchen die sich wahrscheinlich auch ein paar alte Skins raus, die jetzt eben halt auch mit der Zeit dann immer nochmal reinkommen werden, da ja die Season schon eine sehr, sehr lange Zeit verlängert wurde. Auf jeden Fall haben wir hier als nächstes den Spielzeug-Trooper, dort einmal die Varianten Grün, Grau und Rot. Dann gibt es natürlich noch die männliche Version, den Plastik-Patrouillen-Skin, einmal auch hier in Grün, Grau und Rot. Dann haben wir dazu noch die grünes bzw. die Plastiklackierung, einmal in der Variante grünes Plastik, graues Plastik und dann noch die rotes Plastiklackierung für 400 V-Bucks insgesamt, also 100 V-Bucks teurer als die normale grüne Lackierung. Dafür hat man allerdings eben mal drei verschiedene Stile im Prinzip. Als nächstes haben wir hier den Mech-Anführer-Skin. Dort haben wir einmal auch zwei verschiedene Stile. Einmal den Standard-Stil und dann noch den Metall-Stil und noch das Integrity Mode aufgeladene Kampfkunst. Dann haben wir dazu noch die Kombo-Klingen als Spitzhacke und dann als nächstes noch die Mecha-Team-Lackierung dazu. Dann haben wir als nächstes noch den Musha-Skin. Der ist, glaube ich, auch schon seit 250 Tagen nicht im Shop gewesen, auch schon eine sehr, sehr lange Zeit. Dort einmal der Standard-Stil, dann noch das Stil ohne Maske und das Stil ohne Maske und ohne Helm. Dann gibt es als nächstes noch den krassen Spalter als Spitzhacke, dann den Knieklatsche-Mode. Dann noch die Dschungelschweren. Wir hatten ja vor einer Woche, glaube ich, schon die Wüstendominierin. Die sieht ja gefühlt im Prinzip fast genauso aus wie der Skin. Allerdings war der hier auch schon seit 250 Tagen nicht mehr im Shop. Das heißt auch sehr, sehr lange. Wie gesagt, zurzeit, da eben halt kaum neue Skins reinkommen können, versuchen die eben halt möglichst viele besondere Skins reinzubringen, die eben halt dann relativ lang nicht mehr im Shop waren. Dann haben wir zunächst noch den Billy Bouncy Mode. Als Fortbewegungsmode natürlich. Und als letztes noch setz dich doch. Das war's dann auch schon mit dem Morning Shop Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen und bis zum nächsten Video. Ciao.